Bittet ihr eigentlich Ferretonius? So ist doch Standardgewissen, oder nicht? Also für Alchemisten, schaut mal ein bisschen zu Abelmir und zu Isarun und auch sehr interessiert zu Poltax. Die Macht der Elemente wurde von Ferretonius Melenaa verfasst, und zwar um 690. Wir haben sicherlich noch drei, vier Bücher hier in den Bibliotheken, die nicht verbrannt sind. Das klingt nach einem sehr wichtigen Buch. Ein Macht der Elemente. Standardwerk, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr richtig, ein Standardwerk der Alchemie. Ich Wurde habe in tatsächlich auch Zorgarn einmal verfasst. eine Unterrichtsstunde darüber, allerdings eher auf Meeresgezeiten bezogen. Wie gesagt, die Familie Melena kommt da eigentlich aus Zorgarn. Also sie sind allesamt Aranier. Dann wäre das doch die erste Anlaufstelle. Voran, ja. Ist zumindest vielversprechend, ja. Dann sollten wir dort wohl bald hin. Am schnellsten kommt man übrigens mit dem Schiff von Perikom nach Zorgarn. Das habe ich auch Ja, ja, gesagt. ja, ja, ja. Ich habe gehört, wir reiten. Gibt es eigentlich noch weitere Verwandte in Zorgarn, die wir fragen können, der Familie Willenau? Sicherlich, also Ferretonius ist ein sehr berühmter Mann. Aber ob sie Geschwister hatte, sie zumindest nicht, aber vielleicht sicherlich einige Verwandte. Müsstet ihr einfach mal nach der Familie Melena fragen. Also Zorgan oder Zorgahan könnte man euch da sicherlich Aufschluss geben. Oder in Surigan. Das ist alles das Gleiche. Was ist Zorigan? Surigan, das ist der alte Name von Zorgan. Ah, verstehe. Wenn ihr dort drüben seid, die Kopta, beziehungsweise nennen wir sie einfach die alten Magier Mogule, das ist eine sehr komplexe Geschichte, über die sie gerne erzählen. Das mondsilberne Kontor, die Madabasari, die sind sehr auf die Vergangenheit bedacht. Ähnlich wie ihr im Horasreich. Oder wie die Zwerge in Xordosh. Wir können uns leider nicht so sehr auf unsere eigene Geschichte verlassen. Die ist Das voller ist Kriege. schade. Das ist schade, nicht wahr? Ja, das ist schade. Endlich passiert was. Ja. Kann ich euch sonst noch etwas über Yasina mitteilen? Könnten wir einmal Einblick in das Buch erhalten, die Macht der Elemente? Ja, aber selbstverständlich. Ich kann euch das auch ausleihen. Also wir haben aktuell noch drei Bücher gelistet und wenn ihr euch einfach hier in dieses Buch eintragt, einen Moment. Er geht einmal kurz zum Tresen und schlägt ein großes Buch auf. Du siehst tatsächlich, es gibt auch so einen Tritt. Ne? Damit kannst du auch hochgehen für vielleicht Gräulme oder Zwerge oder kleine Kinder. Na, Krömer. Du weißt es nicht genau, aber das sind so die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen. Du kannst dann die kleine Stiege nach oben treten und siehst dann ein großes Buch vor dir. Er deutet dann auf eine Liste, eine Tabelle, wo du dich dann mit Vornamen und Nachnamen eintragen kannst. Du kannst natürlich auch in, du siehst viele verschiedene Runen, also es ist nicht unbedingt auch in Mittelreichisch geschrieben. Viele andere Schriften und da kannst du dich dann mit Namen eintragen und er ist gerade dabei, über Kopf schreibend, dann das Buch der Elemente dort für dich einzutragen. Ja, dann trage ich mich ein und würde es dann ausleihen. Gesagt, das ist ein großes Lexikon der Alchemie. Das große Paramanthus, so wird es hier betitelt. Wenn ihr euch der Gildenmagie zugewandt hättet, hättet ihr das schon längst kennengelernt. Bitte fangt jetzt nicht Ich schon wieder damit an. komme sicherlich besser mit den Elementen klar als ihr. Man lernt nie aus. Ja, während Ja. du so ein bisschen durch das Buch durchblätterst, ganz vorne kannst du noch irgendwie so ein Siegel sehen. Drachenalgakademie, das ist wohl eine neuere Auflage. Ah! Wird mit spitzen Fingern übergangen. Ja, ich wollte gucken, ob da eine Widmung drin steht oder was ähnliches. Also In am dem Buch selber? Anfang. Nö, nö, nö. Das verschiedene Vorworte von verschiedenen Übersetzern, die dann irgendwelche Sachen korrigiert haben. Also die typischen fünf Vorworte, obwohl es halt nur einen richtigen Autor gab. Ist auch ein Vorwort vom Autor selbst mit drin? Okay, schade. Ja, trotzdem schaue ich mir das natürlich interessiert an. Ich meine, wenn ein Buch schon die Macht der Elemente heißt. Dann muss es ja gut sein. Ja. Gut.
Ja, wenn ihr sonst keine weiteren Fragen habt, dann könntet ihr auch wieder aufbrechen. Dann machen wir das. Dann bedanken wir uns, verabschieden uns und machen uns wieder auf den Weg. Ja. Überlegt kurz, zurück zur Villa, seid dann die ersten 10 Meter gegangen. Ja. Ohne Rafim kommt ihr auch in die Villa nicht rein. Ihr braucht ja einen Schlüssel. Was er gesagt hat, war interessant. Diese elburischen Tafeln. Ich besitze ein Buch, vielleicht können wir darin was darüber lesen. Es wurde von dieser Neobara geschrieben. Ach wirklich? Wo ist das denn? In meiner Kiste, in der Villa Carina. Natürlich. Wenn wir dort einen Abstecher machen, können wir das mitnehmen. Das heißt Neobara Sternentafeln. Ach so. Klingt vernünftig. Ihr habt eine eigene Ausgabe davon, das ist ja schon kein billiges Natürlich, Werk. Natürlich, es ist eines der besten Bücher, was die Seefahrt angeht, was die Nautik angeht. Ich kämpfe noch ein bisschen damit, muss ich zugeben. Tatsächlich? Ist es verzaubert? Nein, es ist kompliziert verfasst. Ach so, ach, lass mich mal einen Blick drauf werfen. Verstehe. Das kriegen wir schon hin. Und nun, in letzter Zeit hatte ich nicht viel Zeit zu lesen, muss ich zugeben. Aber genau, wo steckt Rafim eigentlich? Er müsste immer noch in seinem Tempel sein, oder? Dort hat er sich bestimmt ablenken lassen von irgendwie welchen Sachen. Wahrscheinlich von Blut oder so. Holen wir ihn einfach ab. Ja, dann könnt ihr in Richtung des Chor-Tempels laufen, wo ihr vielleicht noch nicht allzu oft wart, aber wenn ihr dann in die Türen einbiegt, ihr könnt dann noch das krackelige Schriftstück von Rafim erkennen, mit dem er dann Söldner gesucht hat, seht ihr dann, wie er dort gerade mit zwei Frauen trainiert. Ach, guter Schlag. Ach, Rafim. Was macht ihr denn hier? Hast du dich wieder ablenken lassen? Ach, sind das eure Kindermädchen, Rafim? Zwinkert dir die Arbeitsgeweihte zu. Darf ich vorstellen, das ist ein Imbergzwerg? Ein Hausfrauenzwerg? Kannst du flüstern? Das ist Ignar Drachentöter. Das ist der wunderschöne Mann da vorne links. Aber mir, geh mal aus dem Weg. Da, ihr meint doch hoffentlich mich. Ach, geh aus dem Weg. Da, Keras, komm mal ran. Hier, da vorstellen. Keras Karimor. Ihr seht ja schon in seiner Hauptfunktion, begeistert erstmal durch sein Antlitz, aber er ist auch Raja Geweihter. Ja, sehr schön. Natürlich. Und die wollen euch jetzt die Windeln wechseln? Ich weiß noch nicht, warum die hier sind. Und das ist Fräulein von Spogelsen und Abemia Morenes. Die machen beide was mit Magie. Achso, Hierafim, euer Schlüssel, ihr habt ihn schon wieder fallen lassen. Ich hab ihn da hingelegt. Ja. Den nehme ich dann doch lieber mal. Du hast den Schlüssel verloren. Rafim wirft ihn dazu, du merkst auf jeden Fall, der Schlüssel ist voll mit Dreck. Also ich glaube nicht, dass ihr das im Auto gefallen. Ich mach ihn sauber. Und habt ihr irgendwas Wichtiges herausfinden können? Ich habe herausgefunden, dass Stabwaffen echt scheiße wehtun, wenn sie die auf die Rippen hauen. Was ehrlich gesagt keine neue Erkenntnis war. Ja, wir haben einige Erkundigungen über die Dame aus dem Brief bekommen. Schaust in ein leeres Gesicht. Wir müssen nach Zorgan. Die hiesige Geweihte, Melena. Das sind doch mal Informationen, mit denen ich was anfangen kann. Und dort hauen wir dann wieder Dämonen aufs Maul. Das sind Informationen, mit denen ich was anfangen kann. Sehr schön. Und wir fahren nicht mit einem Schiff. Doch, wir fahren mit einem Schiff. Ich habe keine Lust, dass wir eine Woche länger rennen. Ihr beides recht. Aber guck mal, was ich hier gefunden habe. Und Rafime läuft zu dem kleinen Eisbären, hebt ihn auf. Ist das nicht niedlich? Oh, der ist wirklich niedlich. Was guck meint ihr mit diesem Ding? Aber sind die nicht normal? Ich habe mit dem Garrett einen Bären gefunden. Also eigentlich gehört er der guten Dame da vorne, aber wenn ich einen haben könnte, würde ich auch einen nehmen. Er gehört mir nicht, Rafim. Ich sagte schon einmal, Präzision. Nicht nur bei dem, wie ihr eure Waffe führt, sondern auch mit euren Worten. Der Eisbär begleitet die gute Dame da vorne. Korrekt. Er begleitet mich. Aber er ist verdammt niedlich. Ja, er ist klein. Er wird sehr schnell sehr groß werden und euch fressen können. Na, das ist das nicht wunderbar. Ich. Das ist nicht gut. Das klingt nicht nach einem Haustier oder Nutztier.
Es ist weder ein Haus noch ein Nutztier, es ist ein Wildtier. Und was macht ein Bär? Garnet? Vollkommen egal, aber mir ist, guck dir das mal an, wie er meine Hand beißt. Dieses Tier begleitet mich, nachdem ich auf dem Weg war von Greifenfurt in Richtung Süden, um Bericht zu erstatten über die Finstermark. Wir werden nicht allzu lange bleiben, keine Sorge, wir werden diese große Stadt demnächst wieder verlassen. Und doch zogen wir es vor, die Einsamkeit in einem Chortempel zu suchen, um dort alleine zu trainieren. Wir sind gerne dabei, mit Rafim hier chorgefällig zu trainieren, aber wenn ihr diesen Tempel mit eurer Anwesenheit stört und hier nichts Chorgefälliges tun wollt oder auch gerne anderen göttergefälligen Aufgaben nachgeht, dann seid ihr hier am falschen Platz und seid nicht dazu in der Lage, mich zu belehren, Magister. Ich bin die Firungeweihte. Präzision. Ich patsche Abelmir mal auf seinen Ärmchen. Abelmir, Abelmir, leg dich nicht mit Firungeweihten an. Rafim lässt den Eisbär noch ein bisschen auf seine Hand rumkauen und lächelt dabei breit. Guck mal, wie das Blut mag. Ich würde dich mal vorsichtig... Rafim, wenn ihr es irgendwann vorziehen solltet, tatsächlich eine Chorweihe anzutreten, dann könntet ihr euren Finger auch gleich opfern. Allerdings den kleinen. Da habt ihr nicht Unrecht. Aber man muss das Tier ja nicht... muss das früh am Blut gewöhnen. Ich meine, es ist ja ein Jäger. Ich nähere mich mal vorsichtig dem Tier. Ganz vorsichtig. Ja, du merkst, wie seine Schnauze so ein bisschen blutig ist. Das kommt wahrscheinlich alles von der blutbespierten Hand von Rafim. Hat er verschiedenste Finger angeboten. Aber er guckt dich klein und niedlich an. Ja, dann knie ich mich. Wahrscheinlich muss selbst ich mich noch hinknien momentan. Also Rafim hat ihn momentan auf dem Arm, aber er würde ihn hinhalten. Nee, ja, wunderbar. Dann würde ich ungefähr so 30 Zentimeter von ihm entfernt mal anhalten und ihm interessiert in die Augen gucken. Er schaut interessiert zurück und schnuppert in eine Richtung. Ah. Du musst funken. Ich kann ihn sehen. Ein schönes Tier. Wahrlich. Aber ich muss zugeben, euer Gnaden, ihr habt voll und ganz recht. Wir sind in einem Chortempel. Dann gehe ich zum Altar und nehme mein Dolch heraus und schneide mir die Handfläche. Und Blut zu opfern. Ich sehe sehr stolz aus. Kisarun, was passiert hier? Wie, das seht ihr doch. Dieser Raya-Geweihte ist gewillt, Harmonie in diesem Tempel zu verbreiten, indem er Blut opfert und damit gleichzeitig Raya gedenkt. Harmonie und Blut. Wunderschön. Ich warte draußen. Ich komme mit. Ich drücke dann noch richtig schön so meine Faust zu, damit da so ein paar extra Tropfen rauskommen. Was ein Bild. Was ein Bild. Also Rafim, wenn euch eure Freunde abholen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir werden uns sicherlich vielleicht noch einmal wiedersehen. Das will ich hoffen. Wo habt ihr diesen Bären nochmal gerettet? Im Norden. Also, sehr weit im Norden, richtig? Ja, ungefähr 500, 600 Meilen von hier. Ach, das klingt ja mehr als 2 Wochen unterwegs. Wirklich, sind die Dinger nicht normalerweise schwarz oder braun? Ich glaube, es ist ein Eisbär, weil er im Eis wohnt. Aber vielleicht ist, ja, denke ich, weiß ich nicht. Ja, ich setze schweren Herzens den Eisbären wieder auf den Boden. Avianna kommt nochmal ein bisschen. Avianna kommt nochmal auf dich zu. Ja, aber wo wollt ihr jetzt hingehen? Also seid ihr auch wieder in Richtung Reise? Ihr hattet uns ja erzählt, dass ihr dem auch durch Aventurien herumreist. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach. Aber mir hat es gerade erwähnt, wir gehen erstmal nach Aranien und da machen wir irgendwas kaputt. Aranien, sehr schön. Gerade um diese Jahreszeit. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, wo Aranien liegt, deswegen weiß ich nicht so genau, was da jetzt für ein Wetter herrscht. Aber im Südosten von hier, ungefähr 350 Meilen. Oh. Exakt, liegt das an der Küste. Präzise. Von dort haben wir unser Getreide bekommen. Tatsächlich. Sie zuckt so ein bisschen, Sie zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Vielleicht begleite ich euch. Gerne. Ich hab gehört, ist schön da. Ja, Rafim macht die schweren Herzens auf. Ja, legst den Schlüssel wieder ein. Du suchst ihn. Scheiße, wo ist der Schlüssel? Ah nee, du hast ihn gerade irgendwem zugeworfen. Ich hab den Schlüssel schon wieder verloren. Ich hab ihn. Ah, ihr habt den Schlüssel. Sehr gut. Ich wusste die ganze Zeit, dass ihr ihn habt. War nur ein Test, um zu gucken, ob ihr ihn nicht auch verloren habt. Nur ein Test. Keine Sorge, ich pass auf den Schlüssel auf. Kieras,
Denkst du, wir hätten Zeit für einen 600 Kilometer weiten Umweg in Richtung Norden? Ich bin mir nicht... Wenn wir das Schiff nehmen würden, würden wir... Nein. Ganz schlechte Idee. Wir hatten das doch schon. Also in Bornland gibt es sicherlich welche. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein Schiff. Das können wir nehmen dann. Ich bin interessiert. Wenn ihr unbedingt einen Bären wollt, dann findet ihr bestimmt auch hier einen. Ja, aber der wäre dann schwarz. Ja, so tretet ihr wieder nach draußen und könnt dann auf Isarun und Abelmir treffen. Na, wird ihr endlich fertig? Ja. Ja, warum seid ihr denn so ungeduldig? Habt ihr noch was Besseres vor? Ich konnte nicht ansehen, wie ein so kräftiger Mann mit einem kleinen Bären spielt. Wieso denn das nicht? Der war doch voll süß. Ja, natürlich, der war voll süß. Abelmir, nur weil ihr den jungen Mädchen hinterherjagt, andere Männer haben doch auch noch andere Interessen. Aber sehr bedauerlich, dass die Frost- und Schneegeister diesen Bären verflucht haben. Ich verstehe. Ihr seid an Bären interessiert. Verstehe. Habt doch gesehen, ist doch ein niedliches Tier, Abelmir. Könnt ihr doch nicht abstreiten. Auf jeden Fall. Das ist das heilige Tier des Herrn Firon. Richtig. So. Ja, davon verstehen Horasier sicher nichts. Das ist kein Haustier. Es hat nicht mal einen Zweck und einen Sinn. Doch, ich hätte es dabei und es ist niedlich. Nicht jedes Tier muss ein Haustier sein. Und nicht jedes Tier braucht einen Sinn. Auch mal mit Tigern aber es gespielt. Muss einen Nutzen erfüllen und nicht nur niedlich sein. Wir hatten Alligatoren bei uns in der Arena, die haben auch nichts gemacht. Die haben natürlich, halt die fressen weggelaufene Sklaven. Ja gut, aber das ist jetzt ja kein Zweck, das ist ja rumliegen. Ich verstehe euch nicht, Alassana. Was gibt es da nicht zu verstehen? So praktisch und manchmal so... Wo wir gerade davon reden, wir müssen auch nochmal an der Botschaft vorbei, wir müssen das Buch holen. Das ist... Was für ein Buch? Ich habe da so ein Buch, das könnte interessant sein für diese Hesindegeweihte, die wir suchen. Die hat vielleicht irgendwas damit zu tun. Nicht ganz so richtig. Ach, ja, richtig. Wo ist die eigentlich? In Zorgan. Ah, okay. Deswegen gehen wir dahin. Macht Sinn. Also gut. Wir vermuten, dass sie in Zorgan ist. Wenn sie nicht da ist, dann finden wir da Spuren. Wie nennt sie das? Genauigkeit? Eure Präzision. Freundin? Präzision, genau. Ob ihr in den Greifenmund schon wieder gelassen? So könnt ihr wieder aufbrechen. Zunächst in die Richtung von dem Jahresanwesen, beziehungsweise dem Karino-Anwesen. Dort wird die Dienerschaft mitteilen, dass freudigerweise dein Onkel demnächst wieder eintrifft, hat sich aus Punin dann wieder in Richtung Norden begeben und einen Beilunker Reiter in die Richtung geschickt. Natürlich mit einem weiteren aventurischen Boten aus der Notredaktion mit den neuesten Neuigkeiten. Aber dir wird klar gemacht, dass der Onkel dich auch demnächst wieder aus diesem Haus schicken wird. Freundlich wie er ist. Ah, wunderbar. Wenn ihr ihn vor mir seht, sagt ihm, dass wir definitiv einen Wein zusammen trinken müssen. Ja, das wird selbstverständlich auch aufgeschrieben, damit das dann nicht untergeht. Du kannst deine 7 Sachen einpacken, einen großen Seesack mit den ganzen Büchern und dann daran blättern. Und so holt ihr dann Jarlan in der Stadt des Lichts ab, beziehungsweise könnt dran vorbeigehen und seht dann, wie Jarlan wohl ebenso nach seinen 4 Stunden fertig ist mit der Regeneration. Ja, prüfen wir das kurz aus. Ist der Sonnentempel in Heiligtum? Aktuell streitbar, aber ja, selbstverständlich. Okay, dann haben wir 4er Erschwernis, da ist mehr als 2 Tage, aber weniger als eine Woche her ist das letzte Mal. Und 4er Erleichterung für das Heiligtum, kommen also auf plus minus 0 raus. Öffnen wir schnell, es kommen 13 Punkte Karma zurück. Fertig. Also dir ist selbstverständlich nicht klar, dass du gerade Karma regenerierst, aber du tust Praios gefällige Dinge, betest du Praios und dementsprechend wird er dich hier mit Karma beschenken. Würde, während wir noch bei der Villa Karinor sind, dann mal einen Zettel übergeben, den sie bitte an den Onkel von Kiaras weitergeben sollen. In dem Inneren würde ich aufschreiben, wer denn für die Vernichtung unseres Boron-Artefaktes beschuldigen sei. Mhm. Dass Jarlan einen Lanzenangriff gegen einen Drachen ritt und dabei den Stab zerbrach. Dass Jarlan den Stab zerbrach. Genau. Ausgezeichnet. Ja, das wird ebenso von der Dienerschaft notiert, das ist fein säuberlich archiviert und dann bei Eintritt des Onkels übergeben. Gut. Dann trefft ihr, wie gesagt, bei Villa Bardo Suru mit dem Einstecken des Schlüssels
Also vorne ist natürlich das Ganze immer noch offen, also offen gelassen. Und wenn da irgendjemand was klauen will, zumindest in den letzten 50 Jahren hat da niemand was geklaut. Verriegelt und verschlossen, aber Plünderer werden da jetzt nicht in den wenigen Stunden dann eintreten. Wir dann also, wie gesagt, die ganze Villa dann einmal aufschließen, und zwar zu den Bereichen, die euch irgendwie wenig zugänglich waren. Dann eben auch die Hintertür auf- und absperren. Ja, so steht ihr wieder in der Eingangshalle, schaut euch ein bisschen um, könnt dann in Richtung der Bibliothek gehen oder auch des Esszimmers, das wäre die andere Möglichkeit, und euch da dann ganz in Ruhe beraten. Rafim, tragt meine Kiste doch bitte in mein Zimmer. Ja, da lang, genau. Oh, okay, jo. Das mache ich. Herrschaften. Komm, oh, gerne. Oh, da seid ihr alle wieder. Gehen wir doch in die Bibliothek, um uns darüber zu unterhalten. Ja, ich hole dann diesen dicken Wälzer von einem Buch aus meiner Kiste und gehe dann auch in die Bibliothek damit. Dann fangen wir mal ohne Umschweife an. Was habt ihr getan? Ja, wartet mal. Eine Minute noch. Isarun fängt an, sich ihren Schwertgürtel abzugürten und legt dann ihr Schwert und ihren Stab nach draußen. Und ihren Dolch? Hehehehe. Sie versucht es. Warum lasst ihr eure Waffen vor der Tür? Weil ihr das Gleiche machen werdet. Wir machen das hier ohne Waffen. Ja, du kannst sehen, wie Isarun versucht, sich diesen Dolch abzulegen. Legt ihn dann vorne hin und hat sich dabei wohl geschnitten. Zumindest, wenn sie dann wieder hereintritt, klebt er wohl wieder an ihr. Ihr seid euch selber nicht ganz sicher, wie er wieder dahin gekommen ist, aber vor allem der Druide, der Geode, wird sehr interessiert gucken, was das für ein Dolch ist. Isarun, ich werde garantiert nicht mal eine Waffe hier lassen. Warum legt ihr euer Standeszeichen ab? Was ist in euch gefahren? Es dient unter aller Sicherheit. Richtig. Und ich bitte euch darum, das Gleiche zu tun. Werde nicht. Das ist ein sehr interessanter Dolch, aber... Zumal, richtig, ihr diesen auch noch habt. Was ist damit eigentlich? Dislokationsphänomen. Ah. Das sagt uns nichts. Bin Kommt immer das. Wieder. Okay, danke. Nun, dann werden wir uns wohl mit den Gegebenheiten arrangieren müssen. Ich lege auch mal meine Waffen draußen ab. Also meine beiden Vulkanglas- bzw. Bernsteindolch. Und wieso wollt ihr, dass wir unsere Waffen ablegen? Befürchtet ihr, dass hier irgendjemand ausrastet? Ja, das ist genau der Grund. Ich habe da auch so einen Verdacht. Ich nicke mal so in Jalans Richtung, dass das passieren könnte. Ich bitte euch. Und im Sinne der Harmonie wäre es doch sehr zuträglich, wenn wir die Gefahr von Waffenauseinandersetzungen minimieren würden. Euch ist schon klar, dass man sich auch sehr gut totprügeln kann. Ja, wollt ihr draußen warten? Wenn ihr das für nötig haltet. Ich denke nicht, dass das nötig ist, aber es ist besser, wenn die Waffen weg sind, ja. Es ist absolut lächerlich, Isaro. Nehmt endlich euer verdammtes Schwert wieder und kommt. Setzt euch. Oh, ich gehe zum Stuhl, setze mich. Mit Waffe und setze mich. Ja, Rafim hat auch keine Waffen abgelegt, weil er weiß, wer der Bescheuerte hier ist. Ja, dann weiß auch, wer der Bescheuerte hier ist. Und es ist nicht der Strahlemann. Ja, da sind wir uns einig. Ich bin der Strahlemann, Urni! Ja, ich weiß! Dann lasst mal hören. Wartet. Guck ich mal um. Fensterläden. Sind alle zu. Dann lasst mal hören. Darf ich vorher Zweifel daran anmelden, dass wir ihn da rein einweihen sollten? Zweifel notiert. Können wir ihn einfach nicht darin einweihen? Ihr wisst, Nein. Dass ich direkt hier bin und euch hören kann, ja? Natürlich weiß ich das. Also ich würde es auf alle Fälle wissen, das klingt sehr interessant. Sagt mir doch einfach und beugt das. Jalan könnt ihr auch rausschicken. Jalan, geh auf dein Zimmer. Ihr beide macht es auch nicht besser. Inga, nur weil du 10-mal so alt bist wie ich, brauchst du mir noch lange keine Befehle erteilen. Ah ja, ich hab einen Drachen getötet. Ich auch! 2! Verdammt, na gut. Wir sollten zum In Medias Res gehen. Das jetzt schon wieder, Abel, mir benutzt doch mal Wörter, die irgendjemand hier verstehen kann, bitte. Ja, wir sollten auf kommen. Den Punkt kommen. Dankeschön. Ist meine Güte, als würdet ihr hier alle in Geheimsprache sprechen.
Gut, Priester Kaiser Nuralek, Sakrale. Wir waren drin. Was wisst ihr über Priester Kaiser Nuralek? Und er war der, wenn ich mich nicht täusche, zweite Priester Kaiser, nicht wahr? Richtig. Sakrale wurde zu seinen Ehren erbaut und seitdem, abgesehen natürlich vom Sonnentempel, der Haupttempel des Bronzes in der Stadt. Mhm. Weiß jedes Kind. Das ist die offizielle Geschichte. Wir haben allerdings herausgefunden, dass es noch weitere Sachen dazu gab. Zuerst zu den architektonischen Besonderheiten der Priesterkaiser Nuralek Sakrale. Es gibt mehrere Untergeschosse, alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten wohl errichtet, inklusive ein Kultraum der Art, wie wir ihn schon gefunden hatten, nur sehr viel größer und elaborater. Goldene Statuen von den 8 Märtyrern, fehlende Gliedmaßen, Schatten. Ihr kennt die Geschichte. Also alles in allem ein sehr unheiliger Raum. Dieser Raum hatte eine direkte Verbindung zum Altarraum der Priesterkaiser Nuralek Sakrale. Wir haben diese Verbindung ausgetestet und dabei herausgefunden, dass alles, was unten gesprochen wurde, oben neben dem Altar zu hören war, als eine Art umgebendes Flüstern. Wir haben ferner Wir haben ferner herausgefunden, dass es auch in dem unterirdischen Raum einen Altar gibt, der mit großen Mengen von Blut befleckt war. Und dass Blutopfer gebracht worden sind. Und durch die Gegebenheiten dieses Schachtes ist es unmöglich auszuschließen, dass das ein Versehen war. Mit anderen Worten, die Priesterkaiser waren allesamt erzdämonisch in Versuchung geführt worden und haben diesem Kult dieser Sekte angehört. Das ist eine sehr starke Anschuldigung. Eher gegen sehr viele verdiente Diener der Kirche richtet. Mhm. Ihre Namen waren auf einer Steintafel auf dem blutbeschmierten Altar verzeichnet. Alle miteinander? Alle miteinander. Mit ihren Geburtsnamen, nicht mit ihren Priesterkaisernamen.